Christen. Diakon zu sein ist in erster Linie und in der Hauptsache eine große Pest im Arsch. Ups. Ende. Er ist einer von den Priestern, die auf jede Frage eine passende Antwort in der Tasche haben. Ich finde, Frauen sollten Priester werden. Wirklich? Sie sollten sich wirklich eine tragbare Kanzel zulegen. Er ist begeisterungsfähig. Naja, manchmal sieht das auch wie unreifer aus. Ich lasse ihn durch, wenn du mit ihm arbeitest. Wenn nicht, ist er raus. Wenn er nicht glaubt, dass du das Format hast, lässt er dich nie Priester werden. Das Einzige, das ihn mehr beeinflussen kann, als ich es kann, ist meine Gemeinde. Du musst eine positive, freundliche Predigt halten. Hm? Aber ihr kommt hierher mit euren Nerzkappen und euren Kaschmirmänteln und euren blauen Haar. Ich werde hinten herum rausgehen, Dave. Vater Farley, ich komme ihretwegen zur Messe. Ich weiß, liebe Und Hände. Nicht, um Moralpocken zu hören. Nun sieh dir das mal an, die Kollekte ist um 30% gesunken. Es ist kein Zufall, dass der Klingelbeutel erst nach der Predigt rumgereicht wird. Es ist wie die Messung von Einschaltquoten. Vater, eine erbitterte Auseinandersetzung über das, was der eine für notwendig und der andere für wahr hält. Oh. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Sie sollten sich um Ihr Seelenheil kümmern und aufhören, so viel Geld zu verdienen. Sehr gut, von Ihnen rütteln Sie sie auf. Ach, großartig, schließen Sie sich der Revolution an, Sie können dann an der Gulaschkanone arbeiten. Ich habe zu sagen versucht, was ich fühlte. Du liebst zu sagen, was du fühlst. Und gewöhnlich hat das, was du fühlst, nichts mit der römisch-katholischen Kirche zu tun. Der Kirche, wie Sie sie sehen? Wie die meisten von uns sie sehen. Meinen Sie, er wird kurze Zeit Urlaub machen können? Er läuft so wahnsinnig gern Wasserski. Ich nehme an, er liebt das Gefühl, über Wasser zu gehen. Über die Fesseln der Tradition auf der einen und den radikalen Übereifer der Jugend auf der anderen Seite. Herzlichen Glückwunsch. Liz! Ich habe mit meinem Körper gesucht und ich habe entdeckt, dass ich meine innere emotionale Welt auf die Weise nie wiedergewinnen könnte. Also erlegte ich mir das Zölibat auf. Du hast eine Woche, um deine Dinge in Ordnung zu bringen. Dann halte ich es für das Beste, wenn du das St. Francis-Seminar verlässt. Mark, ich habe mich um diese besondere Aufgabe doch nicht gerissen, aber jetzt ist es anders. Ich sehe, warum du einfach Priester werden musst. Warum? Weil du ein Besessener bist. Und die Kirche braucht Besessene. Die aktuellste Frage unserer Zeit. Gewissen gegen Autorität. Ich sage dir, er wird seine Gelübde halten. Hältst du da? Signore, das ist... Es gibt Grenzen, Tom, und ich lasse mir nicht drohen. Und ich sage dir, ehe ich nichts gehört habe von einer zuständigen Behörde, ist das hier meine Gemeinde. Die Auseinandersetzung. Ein Film über den schweren Weg zweier Männer, die zu lernen haben, einander zu vertrauen.